Hallöchen Leute, herzlich willkommen wieder bei nächster Folge von One Piece Pirates Warriors 3. Und ja, wir spielen heute Kapitel 4. Ja, Kapitel 1, Episode 4, so rum. Und wir werden diesmal in Alum Park kämpfen. Ich werde weniger reden. Ja, wahrscheinlich muss ich hier nichts schauen. Level Crew. Sieh, ich habe mehr, weil ich habe diese andere Modus gespielt, habe letzte Folge gesagt. Job Berry, das machen wir später. Oder irgendwann. So, werden weniger sagen, wir fangen schon an. Und wir kämpfen diesmal nochmal mit Raffi. Ich mache mir komplett mit Raffi. Wenn ihr findet, sollen wir mit anderen Charakter, das schreibe ich in die Kommentare. Sondern einen anderen Charakter für nächste Episode. Und wir setzen. Ne, das Höchste haben wir schon erreicht. Smoker nicht. Alum bekommen wir jetzt. Verteidigung nicht. Nicorombin bekommen wir später. Lissop. Wir müssen nochmal. Ja, durchspielen. Oder bekommen für Lissop. Dann bekommen wir. Gut. Warte. Ah, Zoro. Apfel dann kriegt. Mehr. Aldiva. Komm. Machen wir so. Oh, komplett. Aha, okay. Nächste ist Lissop. Don Creek. Wir kommen auch. Black and Black. Ruffy. Aldiva. Komplett. Nice. So, ein bisschen mache ich was anderes. Ja, habe ich auch. Okay, aber hier. So, okay, setzen wir Segel auf. Alum Park. Kapitel 4. Sanji und Nakamani Kuwaita Luffy, Merigo und Tomoni Sugata Okeshita Nami und Kanojo no Kokyo, Kokoyashi Mura und Tosureteita. かつて繊細孤児だったナミは元海兵の養母ベルメールによってこの村で大切に育てられた。しかし突然現れた魚人海賊団によって幸福な日常は一変する。魚人海賊団を率いるアーロンは村の人々に上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放するという約束を信じ、魚人海賊団の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、そう、もう少しだよ、ベルメールさん。もうあんびしめやベリー、ベリーメン。何もかも帰ってくる。ダンベコメンビアアレツレク、ダスト。私の夢も。デンオオガン。Was? Orangeheit? Mein Traum, also diese, glaube ich, ja. Es hat einige gedauert, aber jetzt fehlt nur noch 7 Millionen Berry. Vielleicht reicht darauf ein Tor. Noch ein Tor. Und ich bekomme alles zurück. Dann ist alles bezahlt. Wir werden frei sein von Alon und Belmer. Und ich, wir werden endlich
Ich bin fast in Feierlaune. Was? Feierlaune, okay. Oh, was ist los, meine Bellati? Kartografin. Du hast Blasen aus? Ein paar von dir bestohlen Marinesoldaten wollen mir Geld abnehmen. Was soll das? Du hast doch noch gesagt, denn es um Geld geht, ist dir jeder Deal heilig. Hm? Ich kann nicht erinnern, mein Wort brechen zu haben. Stell dich nicht so blöd. Du hast die Marinesoldaten. Marinesoldaten bestochen, richtig. Wenn habe ich je mein Wort gebrochen? Hä? Sag mir. Rufi, was soll das? Das geht dich drum überhaupt nicht an. Stimmt. Ich habe dir doch gesagt, du sollst von dieser Insel verschwinden, oder nicht? Ja, hast du. Rufi. Hilf mir. Los geht's. Yep. So Leute, jetzt fangen wir an. Wir kämpfen gegen Alon und mit einem Mitbewohner, also Lissop, Samjö und Zoro ist mit uns dabei. Und wir müssen alle ein bisschen Dorfbewohner fischen. Mensch, gib den. Du willst kooperieren. Das haben wir gut. Das Münzen. Ne, das muss ich gar nichts, weil ich das schon letzte Folge gemacht habe. Warte, unten haben wir eins. Hey, das kann ich nicht, okay. Lol. Egal. Ach so, weil wegen dieser Fähigkeitspunkten. Deswegen kann ich. Okay. Also, das kriegen wir an, mir scheiße, oder? So, was ist passiert? Was kann ich erzählen? Eigentlich von Abenteuer aus, von der Anime und am Manga. Werde nicht 100% stimmen, was ich werde sagen, aber. Es passiert, dass der früher hat den der Alon den Insel überfallen mit seiner Piratbande. Hat überfallen und die Eltern haben wieder Kinder. Für ein Erwachsenen und für ein Kind habe ich von 50.000 Bären. Ja. Also wenn jemand hatte Kinder, da musste zwei Kinder und zwei Erwachsene, da muss 20.000 zahlen. Das ist schon eine krasse Summe, finde ich. Und was noch wollte ich sagen? Ah ja, und die Bellmeer, das war früher, das war sozusagen Mutter von
Mutter von den Nami. Nicht, das war keine liebliche Mutter, weil die hat die Raffi und die andere, wie heißt die andere Mann? Weil Nami hat noch so eine Schwester. Ich weiß nicht, bin nicht sicher, ob das ist eine leibliche Schwester. Aber diese Schwester ist älter als sie. Und die Bellmeer hat die gefunden. Nein, war ganz, ganz klein. Ich glaube, und die andere war, glaube ich, 8 oder 6. Also so wie fast 10 Jahre älter. Schätze ich so. Den habe ich gesehen. Ja. Nächste. Ja, jetzt haben wir die gefunden. Und wenn alle uns gekommen, weil Bellmeer hatte seine Plantage, aber nicht so viel Geld wie andere Webwohner. Das war wirklich arm. Wirklich arm und dadurch, ja. Und allenfalls, sie hat knapp nur 50.000. Oder 100, das war 100. Und ja, und dadurch hat erstmal alle Bewohner durchgegangen und sollte sie bezahlen, hat jeder konnte irgendwie bezahlen. Also Bellmeer. Und dadurch hat sie gesagt, dass er diese 100, wenn sie die. Manchmal rede ich durcheinander, weil ich will sehr schön erzählen. Ach, ich erzähle gleich weiter. Ach, diese Kraft. Nami, arme Nami, ich möchte ihr wirklich helfen. Vielleicht geht wir dabei drauf. Also werde es besser zu fliehen. LOL! Ich sollte mich schämen. Ich verdiene es nicht, mit den anderen zu reisen, wenn ich nicht mein bisschen gebe. Lissop, der Mann lauft von nichts weg, pass auf. Ich werde kämpfen. Und ich lüge nie, nicht. Ich werde ein tapferer Krieger der Meer und keine was? Herumbären mehr. Jetzt werde es ernst. Okay. LOL. So, wo habe ich. Ah ja, für die konnte ich nicht bezahlen, hatte ich nur 100.000. Das muss ich kaputt machen, oder? Ja, hatte nur 100.000. Und wenn sie war am fast am Schirm, hat sie gesagt, die 100.000 sind für meine zwei Töchter. Und dadurch hat die Alon die gekillt. Also wer nicht bezahlt, den killt die. Die Person. Hart, aber ist so. Es kommen noch schlimme, sag ich euch, noch schlimme. Noch schlimme tragische Momente als das, sag ich euch. Und dadurch, einmal hat die Alon, wenn die war an. Nachdem Bellmeer sie getötet hat, hat einer von seinen Crew gezeigt, das war die, glaube ich, Okta, habe gesehen, dass einer kann sehr gut Karten zeichnen, also das war Nami. Und dann hat sie genommen die Nami nach Hause, sage ich euch. Nach Hause und
Und sie hat gehört zu Alon Crew sozusagen. Ja, und Alon hat für Nami versprochen, wenn sie zahlt 100.000 Millionen Berle, dann er lasst die in Ruhe, weil für Alon ein Geschäft ist heilig, sozusagen. Aber er irgendwie hat geschmuggelt, weil er wollte mehr Geld wahrscheinlich als 100 Millionen. Durch diese Jahre hat die Nami, Amber war klein, hat für ihn sehr viele Karten gezeichnet. Hier werde ich aber das später das sehen. So. So, und auf und Geschichte. Und ja, und dadurch, jetzt Nami fehlt nur 7000. Und danach hat den Alon die Marine geheuert zu durchsuchen, den, da wo ist Nami geboren oder sie war am Leben als geboren, da hat sie sein den Geld versteckt und die Marine hat das jetzt gefunden und deswegen war so eine Situation. Wichtigste Moment habe ich auch jetzt erzählt, glaube ich. Hoffe ich. Okay, gehen wir. Lol. So, mackig. Oh, okay. Nami, was machst du hier? Ich bin hier, um dich zu töten. Mich töten? Wie oft wolltest du das schon und das kam dabei heraus? Ich werde jeden Einzige hier töten, bis auf dich. Aber wenn du wieder meine Kartografie wieder verschonen, ich die Bewohner von Kokos Nami, kommst du in meine Crew oder bleibst du bei diesen Piraten? Wenn ich bei Luffy bleibe, werde ich sterben. Und ich kann sie nur retten, wenn ich gehe. In Schicksal hängt von mir ab. Aber ich glaube an ihren Wort, dass sie mir helfen. Tut mir leid. Wir werden hier gemeinsam sterben. Okay. So. Das ist ein Gegner. Jetzt an und ist ein bisschen stückig auf Nami. Lissop. So. Lol. So.
Fischmenscheninsel, ich kille euch! Was ist denn Fischi? Ist das schon? Ah, hier geht es schon. So. Scheiße, ist geblockiert. Komm schon. Wo ist der? So, vielleicht. Komischerweise ist alles so. Ich kann nicht vorbei. Hier ist auch so. Eventuell kann ich da unten gehen. Doch, da unten kann. Oh, leck mich. Da unten kann ich gehen. Jetzt sehe ich gerade. Ich muss den ganzen Weg von vorne bis hinten latschen. Toll. Das bringen wir. Hey! Also ja. Ich mache kleinen Prozess mit euch, gell? Das sind zu sehen. Kann ich Lissabon verbauen? Ich rette dich. So. LOL, läuft bei uns. Okay. Achso, wenn habe ich das besitzt, dann hätte man gefühlt. Octo. Jetzt wahrscheinlich ist es so. LOL! Jetzt muss er aus der Dusche wieder. Ah ne. Gott sei Dank nicht. Ich hab gesagt.
Ah, da haben wir einen. Scheiße. So, jetzt. LOL. Marina muss ich besiegen kurz. Alle vier lecken mich. Läuft bei mir. Ist er voll, okay. Oh, Scheiße. Es ist acht. Ja, hey, ja, seit Belmer gestorben ist. Jetzt ist es soweit. Aaron, Nami hat die Beste gegeben, nun zu beschützen. Wir können nicht mehr tatenlos zu sehen. Wir wählen bis zum letzten Kampf für unser Leben. Ja, diese Mal werden wir unterstützen. Egal wie aussichtslos wird wollen. Unser Mut bewiesen. Stehst du aus bei mir? Ich beschwöre. Ich werde unser Dorf befreien. Jo, das ist Schubler. Jo. Ich muss dir ein Admiral besiegen, glaube ich. Dann gehe ich weiter. Da ist ein Admiral. LOL, läuft bei dir, gell? Okay, den besiegt habe ich.
My God. Admiral in Tod ist gut schon, finde ich. Der ist auch ein Gegner. Wo ist der? LOL. So. Gibt's noch was? Das nicht. Da unten haben wir und da oben noch. Kurz. Was sind die? Boah, geil, komme für dich. Was habe ich jetzt gemacht? Jetzt, also der andere, auch oh, scheiße, deshalb hat den anderen Gegner schon besiegt, wie ich sehe. Ich gehe mal Samji. Yeah, ich bin Level aufgestiegen. Ist ein bisschen blöd, aber so. Ah, da kann ich gehen nach unten. Zeigen wir es. Nami jetzt da. Schön, freue mich. LOL, geile Kombo. So. Aber diese Wasserfallen sind ein paar schon kaputt geworden. Muss ich noch, glaube ich, eins, dann kann ich so das noch. Nee, zu einer kann ich. Nee. Ihr läuft bei mir. Hey!
Und jetzt weiter. Yeah, alles befreit, Gott sei Dank. Schon. So. Ja, das mag ich schon bereit. Okta ist da oder was? Ja. Boah, nicht getroffen den Okta, fuck. LOL! Läuft bei dir! Alter! Wenn ich wieder übertrieben... Oh, leck mich, die Okta hat so cool Glück. LOL! Läuft! Gleich kommen wahrscheinlich alle. Böse, also der will Nami alles verletzen. So. Yay! Und jetzt. Also. Ah! So, jetzt ist angesagt Kampf gegen den Naro. So. LOL. LOL.
Schatz. Okay. Menschen sind nichts weiter als dummliche Piraten. Ihr könnt mir nichts anhaben. Ich brauche Hilfe allein. Was? Ich brauche Hilfe allein, bin ich aufgeschmissen. Ich bin keine Schwerkampf von Navigatoren. Ich habe keine Ahnung von Kochen und bin kein Lügner. Hätte mir niemand geholt, werde ich sicher schon tot. Scheiße. Wer weinst du? Sitzt du es ein, dass du nutzlos bist? Ein ehrlich Kerlchen? Dein Crew muss sicher einiges mitmachen mit dir als Captain. Wie kann eine wohllose Wicht wie du Captain sein? Was kannst du überhaupt? Ich kann dich fertig machen. So, jetzt. Na komm. Jetzt fertig gemacht. Hoffe ich. Läuft. Du bist einer von uns. Ja. Anfang gibt's nicht mehr. Es ist endlich vorbei, Benjamin. Es hat 8 Jahre gedauert, aber jetzt sind endlich alle frei. Komm. Nächste Folge voll. Yay!
Haben wir ihn mehr nicht geschafft. Schade, aber geil. Okta. Yeah. Ja. Complete. Oh, scheiße. Yay, good. Anfang der Legende. Okay. So, Leute, ich würde sagen, das war's. Wir sehen uns in der nächsten Folge von One Piece Pirates Warriors 3. Und Dankeschön, dass ihr mich zugehört habt. Ich werde mich freuen für eure Bewertung und wir sehen uns im nächsten Video. Tschüssi.